Dich interessiert das Thema Detox. Das ist hervorragend, uns auch. Und wir erzählen dir heute nämlich, was deine Ernährung und unsere Ernährung mit dem Thema Entgiftung zu tun hat. Unser Körper entgiftet übrigens jeden Tag. Allerdings ist er mit der Menge von dem, was wir zu uns nehmen und mit den Mengen an Giften, was um uns herum sind, einfach überfordert und überlastet. Und deshalb müssen wir unseren Körper definitiv unterstützen bei seiner Arbeit. Und wir erzählen dir heute, wie du das für dich tun kannst, wie du es etwas bremsen kannst, wenn es zu heftig wird, die Entgiftungserscheinungen, was Entgiftungserscheinungen überhaupt sind. Ja, genau, lass dich überraschen. Und was wir noch gefunden haben, und zwar das Thema Entgiftung ist gar nicht so modern, gar nicht so neu, sogar der Pfarrer Kneipp hat schon gesagt, es gibt drei sehr wichtige Therapieverfahren. Erstens entgiften, zweitens entgiften und rate mal, drittens entgiften. Genau. Wir haben fünf Entgiftungsorgane. Das sind zum einen der Darm. Unter anderem wird es ja auch sehr häufig bezeichnet als der zweite Sitz von unserem Gehirn. Unsere Nieren, da wissen wir auch, die reinigen. Unsere Leber, die wird sehr häufig vernachlässigt. Unsere Lunge, das wissen wir auch, durchs Husten, da kommt viel raus, durchs Atmen wird da viel gereinigt. Und unsere Haut, kennen bestimmt auch jeder, zumindest von der Pubertät vermutlich noch, eben mit den ganzen Pickeln im Gesicht. Genau. Ich gebe es weiter an die Verena, weil die erzählt euch jetzt genau, welche Rolle denn die Ernährung da dabei spielt und wie ihr euch da über die Ernährung noch besser unterstützen, also eurem Körper beim Entgiften unterstützen könnt und zu welchen Tages- und Nachtzeiten es Sinn macht. Ja, ganz genau. Also die Ernährungsweise ist einfach ganz entscheidend dafür, wie gut der Körper es schafft, eben Gifte auch auszuleiten, also das sogenannte Entgiften eben. Ne? Es gibt dabei im Grunde eine Art Abstufung in der Ernährung, also bei welcher Ernährungsweise er das eben besser kann und wo er es schlechter kann. Und da gibt es so verschiedene Faktoren, also Stellschrauben, wo man dran drehen kann. Und so der wichtigste Faktor ist der Konsum von fetthaltigen Lebensmitteln. Und ja, es ist halt so, die Leber vor allem, die entgiftet oder kann sich nur um Entgiftung kümmern, wenn sie nicht gleichzeitig Fett verdaut. Also wenn man Fett isst und dann ist sie halt erstmal damit der Verdauung beschäftigt. Und ja, am besten geht man das so an, dass man im Tagesverlauf den Fettkonsum weiter nach hinten verschiebt. Weil nachts ist die Leber sowieso schon beschäftigt mit der Entgiftung, weil sie da ja auch in der Regel nicht mit Verdauung beschäftigt ist. Und dann, wenn man nicht morgens gleich fett isst zum Frühstück, dann setzt sie da ihre Entgiftungsarbeit quasi fort. Und das ist einfach total super entlastend dann. Und ja, je nachdem, wo man so steht mit seiner Ernährung, vielleicht bist du sogar schon morgens fettfrei unterwegs, so rohköstlich mit Smoothie oder wie auch immer, dann könntest du es mal auf den Mittag verschieben. Also ganz egal eben, wo du stehst, du verschiebst es einfach mal nach hinten. Ja, dann wäre ein zweiter Faktor auch die Umstellung von der Kochkost auf die Rohkost. Rohkost hat da einen stärker entgiftenden Effekt. Und dann innerhalb der Rohkost entgiften auch die Früchte mehr als das Gemüse. Also wenn man mal so ein Fruchtfasten macht quasi, dann kurbelt man ganz schön die Entgiftung an. Und innerhalb der Früchte sind natürlich die wasserhaltigen Früchte, wie die Wassermelone, die hat da glaube ich wohl den größten Wasseranteil, ja, wirken besonders entgiftungsfördernd. Ja, dann haben wir noch die Wildkräuter, die Entgiftung natürlich toll unterstützen können. Viele kennen sicherlich die Brennnessel, die wirkt einfach blutreinigend und unterstützt die Nieren. Oder dann gibt es zum Beispiel den Löwenzahn, auch sehr bekannt. Mit seinen Bitterstoffen unterstützt er eben die Leber wunderbar. Bis zur Wurzel wohlgemerkt, der Löwenzahn, nicht nur die Blätter. Ja. Ja, und da gibt es einfach viele weitere.
Ja, und speziell Anthony William empfiehlt für die Entgiftung von Schwermetallen nochmal 5 besondere pflanzliche Substanzen, wenn man so will. Das ist einmal die Spirulina, das ist eine Süßwasseralge, und dann die Dulse, das ist eine Meeresalge, eine Rotalge. Und dann gibt es den Koriander als frisches Kraut. Und dann gibt es die wilden Blaubeeren. Und was habe ich noch Den nicht? Gerstengrassaft. Genau. Genau, und diese lösen und binden die Schwermetalle in unserem Körper und eben in dieser Kombination, das ist genau die Kombination, die perfekt dazu geeignet ist, um die Schwermetalle eben rauszuziehen aus den verschiedenen Organen, aus den verschiedenen Zellen und wirklich miteinander so weit abzutransportieren, dass sie wirklich den Körper verlassen und nicht irgendwo zwischendurch wieder fallen lassen oder zwischendeponieren oder was weiß ich was Genau, machen. aber dazu machen wir ein extra Video, ne? Genau, Weil da gibt das es ein ist extra Video. hochspannend. Genau, welches denn was macht. Das Video können wir auch hier drunter verlinken und ihr findet es natürlich auch in der Beschreibung. Ja, genau. Und jetzt, ja, in der Ernährung kann ich noch eine Stufe stärker entgiften hinzufügen, nämlich das Saftfasten. Also wenn man mal komplett die feste Nahrung weglässt, dann kommt das Verdauungssystem halt nicht nur die Leber, sondern auch noch Magen und Darm eigentlich komplett zur Ruhe. Und dann wird auch noch mal ordentlich die Entgiftung angekurbelt. Und ja, jetzt man kann das eben dann über die Art der Ernährung regeln, wie stark man entgiftet. Und es können eben Entgiftungssymptome auftreten, wenn man zu stark in der Entgiftung ist. Also das ist dann zum Beispiel sowas wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Emotionen, die plötzlich auftreten und veränderter Stuhlgang bis hin zu Durchfall, häufigeres Wasserlassen und Gelüste auf ungesunde Lebensmittel, die man eigentlich nicht mehr essen wollte. Ja, oder die Haut reagiert mit Ausschlag und Pickeln, Ekzemen. Und ja, auch die Lunge kann reagieren mit erhöhter Schleimproduktion. Und ja, wenn man da jetzt merkt, man hat irgendwie zu viel davon, weil man gerade seine Ernährung so umgestellt hat, um mal endlich mehr zu entgiften, dann fährt man einfach wieder eine Stufe zurück. Also man isst wieder mehr Fett. Fett bremst es am stärksten aus. Oder man unterbricht eben das Saftfasten, wenn man da gerade drin ist und isst wieder Früchte, so dass man das langsam eben wieder zur nächsten Stufe zurückfährt. Genau. Dann haben wir noch eins, was so ein bisschen in die Richtung Mythen reingeht. Und zwar die anorganischen Bindemittel. Die kennen ja wahrscheinlich auch einige von euch, wie zum Beispiel das Zeolit, das Bentonit, dann Mineralerde, Aktivkohle. Das wird ja doch auch sehr, sehr häufig und auch sehr viel beworben, dass das ideal die Gifte bindet und ausscheidet. Der Anthony sagt, das ist nicht so. Also die tun das wohl schon, aber dass eben das nicht ausgeleitet wird, sondern es hängt dann immer noch bei uns in den Darmzotten rum und da wollen wir es ja nicht haben. Also wir wollen ja nicht, dass das zwar einsammelt, aber dann eben nicht aus, also quasi eben nicht ausgeleitet wird, sondern eben dann in den Darmzotten rumhängt. Deshalb sagt er, lasst da die Finger davon weg, ihr könnt es äußerlich verwenden, aber bitte nicht innerlich. Das wollten wir hier auch nochmal darauf hinweisen, weil viele natürlich sagen, oh ja, wenn ich entgifte, wenn ich so stark entgifte, möchte ich eben irgendwas zusätzlich nehmen, was bindet. Dann rät der Anthony und eben auch wir aufgrund von eigener Erfahrung einfach, mach lieber einen Schritt Dann lang. langsamer, geh lieber einen Schritt zurück und bremst so mit der Ernährung die Entgiftung und nicht mit anorganischen Bindemitteln. Ganz Genau. genau. Ja, das wäre es eigentlich schon zu dem Thema. Wenn du Fragen hast, gern als Kommentar unter diesem Video. Oder wenn du sagst, ja, du würdest das Thema echt mal gerne angehen, richtig und mit Begleitung und wünsche dir dabei Hilfestellung, dann kannst du uns auch gerne kontaktieren. Wir haben Genau. unsere E-Mail-Adressen unter diesem Video auch. Genau, wie auch nochmal die ganze Beschreibung, wenn dir das jetzt zu schnell war, wenn du sagst, ja, boah, wo war jetzt wie, wo, was, die ganze Beschreibung ist unten. Genau, hier drunter findet ihr hier drunter. Und wir könnten auch eben das Video weiter verlinken. Das haben wir ja eh schon gesagt, findet dann auch hier drunter. Ja, dann Gut, wünsche ich dir noch einen schönen Tag danke und bis fürs zum nächsten Zusehen. Video. Tschüss.